Also wenn ich da hinten sitze, schaue ich aus, als hätte ich keine Augenbrauen. Aber ich habe welche. Sie sind nur sehr hell und heute nicht angemalt. Hallo, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Disney Dreamlight Valley Update, Vermutungen und Spekulationsvideo. Die letzten haben euch ja sehr, sehr gut gefallen und es gibt ja doch wieder einige Neuigkeiten, die vielleicht für den einen oder anderen nicht mehr allzu neu sind. Aber ich habe mir gedacht, ich mache ein Video dazu und gebe meinen Senf dazu und meine Vermutungen. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Und wenn es euch gefällt, ich kann heute nicht sprechen, würdet ihr mich sehr mit einem Däumchen nach oben und einem Abo unterstützen. Da wäre ich euch sehr froh. Da wäre ich euch sehr froh. Cut! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, würdet ihr mir eine sehr große Freude mit einem Däumchen nach oben und über einem Abo machen. Das war jetzt schon wieder nicht ganz deutsch, das lassen wir jetzt aber so drinnen. Ihr wisst, was ich euch damit sagen will. Lasst uns anfangen mit dem Video. Also, was so ziemlich eh eigentlich schon alle wissen, aber ich wollte das trotzdem mit reinnehmen, ist, wir können dann künftig im dritten Update, was rauskommen wird, die Farbe von den Häusern verändern. Da würde mich mal eure Meinung dazu interessieren. Wie findet ihr das? Freut ihr euch da drauf? Oder sagt ihr eher so, ja, ist nett, aber jo, I don't need it so much? Wer meine Videos und Streams kennt, weiß, wie mein Haus im Inneren aussieht. Also mein Haus in Disney Dreamlight Valley. In Real Life besitze ich leider kein Haus. Ich finde, es ist ein nettes Feature, aber ich dekoriere lieber draußen das Valley als wie jetzt im Haus drinnen. Ich habe auch in Animal Crossing, mein Haus hat immer furchtbar ausgesehen. Das war einfach Storage und fertig. Aber gebt mir da gerne mal Bescheid, wie ihr das so findet. Aber was ich da jetzt so gesehen habe, ist definitiv das blaue Häuschen und auch das rosane. Das sind so meine Favoriten. Ja, schreibt mir gerne mal, wie ihr das findet. Gut, dann habe ich noch ein bisschen Research betrieben, aber es gab ein bisschen ein Gesprächsthemen in der Community wegen diesem Twitter-Post, wo drinnen steht, man kann ein bisschen Ambiente im Valley hinzufügen, ob man lieber die Lichter an oder aus hat im Valley. So, ich habe mir das angeschaut, wie das gepostet worden ist. Vor 2 Tagen haben wir gedacht, so, okay, ist jetzt nichts Auffälliges. Aber es gab dann doch einige Gespräche, weil in jedem Post oder in jedem der Bilder ist etwas zum Thema Cinderella zu sehen. Im ersten Foto sehen wir die Uhr auf 12. Im zweiten haben wir eine Kürbislampe. Im dritten Post haben wir ein nettes Bild von Cinderella und im vierten haben wir den Schrank aus Cinderella. Jetzt habe ich ein bisschen herumgegoogelt und geschaut. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, gibt es momentan noch keine Synchronsprecherstimme für Cinderella. Ich hoffe, ich habe da jetzt das richtige Wort verwendet. Aber es gibt schon eine für die, oh Gott, mir fällt das deutsche Wort nicht ein, für die Fairy Godmother. Ich werde sie euch jetzt hier einblenden. Wie heißt die denn auf Deutsch? I don't know. Vielleicht könnt ihr mir das in den Kommentaren sagen. Für diese Lady gibt es schon eine Synchronsprecherstimme angeblich. Wie gesagt, alles, was ich hier jetzt sage, nicht zu 100% ernst nehmen. Das sind nur Sachen, die irgendwo irgendjemand im Internet niedergeschrieben hat. Das ist jetzt nicht direkt von Dreamlight Valley so bestätigt. Aber es würde für mich ja auch Sinn machen wegen dem Kürbishäuschen. Ihr wisst ja, ich habe von Anfang an vermutet, dass dort die Fairy Godmother wohnen wird. Es wird halt für mich am meisten Sinn machen. Einige Leute haben auch gesagt, sie glauben, dass Cinderella dort wohnen wird. Ich glaube es nicht. Cinderella wäre für mich eben entweder in diesem
Haus, wo sie gewohnt hat, bevor sie zum Ball gegangen ist. Oder eben in einem Schloss mit Prince Charming. Und dann haben wir immer noch offen die einige der Säulen. Wir haben ja noch die eine am Strand. Und bei dieser einen am Strand habe ich lange überlegt, warum gibt es zwei am Strand? Was könnte diese zweite Säule sein? Ich habe zwei Vermutungen, weil es gibt am Strand ja diese Höhle, nenne ich sie jetzt mal, mit einem Totenkopf. Und da gibt es für mich zwei Vermutungen. Vermutung 1 ist entweder irgendetwas mit Captain Hook und Vermutung 2, mich erinnert das und ich habe es gegoogelt, aber leider kein passendes Bild dazu gefunden, aber vielleicht erinnert sich auch der ein oder andere. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste und ich hatte damals im Kindesalter auf Videokassette Bernhard und Bianca. Ich blende euch das jetzt mal ein und da erinnere ich mich an irgendwas war da mit einer Höhle, mit einem Totenkopf, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Übrigens ein sehr, sehr süßer Film, also wer ihn noch nicht gesehen hat, sehr empfehlenswert. Ich habe den Film geliebt, also ich habe das als Kind, oh mein Gott, ich habe das gefühlt jeden Tag angeschaut auf Video. Und das ist so meine zweite Vermutung. Wegen der Säule in den eisigen Höhen wäre meine Vermutung, dass das eventuell was mit Olaf zu tun haben könnte, dass Olaf ins Valley kommt, der fehlt uns ja quasi noch, dass das dort mit Quests in Verbindung ist. Und dann haben wir noch die Säule aus dem vergessenen Land. So, und da hab ich jetzt einige Vermutungen. Die erste, die ich dann hatte, eben wegen diesem Kürbishäuschen, war Cinderella. Und dann habe ich mir aber gedacht, ich finde, das vergessene Land passt für mich nicht ganz zu Cinderella. Wenn wir uns auch anschauen, gibt es hier diese grünen Feuer und im Hintergrund sieht man immer diesen violetten Berg. Und das wäre für mich Dornröschen. Und auch das mit diesem violetten Berg irgendwie, es erinnert mich ein bisschen an Dornröschen. Aber sagt mir da gerne auch, was ihr euch denkt. Beziehungsweise auch, ob ihr der Meinung seid, dass das vielleicht noch mit zur Map dazukommt. Oder ob das nur quasi als Map-Ende, Hintergrund irgendwie irgendwas darstellen soll. Aber ich glaube fast, dass das auch noch eine Rolle spielen könnte. Genau, und dann haben ja auch noch einige vermutet, dass Belle ins Valley kommen wird. Also ich denke auch, dass sie hineinkommen wird, weil sie war ja auch von Anfang an mit auf den Bildern dabei. Aber angeblich gibt es für Belle auch noch keine Synchronsprecherstimme. Deshalb ist meine Vermutung, dass für die nächsten Charaktere, die kommen könnten, dass das die Fairy Godmother sein wird. Meine Vermutung ist, wenn wir uns den Sternenpfad anschauen, der endet in 20 Tagen. Heute ist der 6.1. zum Tag, wo ich das aufnehme. Das heißt, in 20 Tagen ist... Das heißt, es ist der 26. Jänner und dann ist ja meistens noch so eine Übergangswoche, bis der neue Sternenpfad kommt. Ich hoffe, ich sage dir jetzt keinen Blödsinn. Aber das heißt, wir befinden uns schon Anfang Februar. Das wäre die Woche vor dem Valentinstag, 6. bis 12. Und ich glaube, dass wir dort spätestens mit News von Disney rechnen können bezüglich Sternenpfad, bezüglich Update. Also wie gesagt, dass da Anfang Februar auf alle Fälle News rauskommen. Wie gesagt, ich glaube aber dann, dass sie dort einfach uns einmal mehr Infos geben werden und dass vielleicht das neue Update um März herum rauskommen könnte. Sind aber wie gesagt jetzt nur Vermutungen und Spekulationen meinerseits. Also das ist jetzt nichts, was wirklich so ist oder in Stein gemeißelt. Aber gebt mir da auch gerne mal Bescheid, was da eure Gedanken so dazu sind. Ja, das soll es für das heutige Video auch wieder gewesen sein. Wenn euch diese Videos gefallen, würde ich mich sehr über ein Abo und über ein Däumchen nach oben freuen.
und schaut auch gerne mal direkt auf meinem Kanal vorbei. Da gibt es auch ganz viele andere Videos, auch Tipps und Tricks zu Disney, auch lustige Gameplay-Videos aus GTA, Dead by Daylight und vieles mehr. Schaut da gerne mal vorbei, würde ich mich sehr freuen. Und auch an alle, die immer fleißig kommentieren. Ich lese immer alle meine Kommentare und ich beantworte auch immer alle meine Kommentare. Also schreibt mir sehr, sehr gerne. Wie gesagt, es wird dann nicht immer in der Minute sofort sein, dass ich antworten kann. Aber normalerweise schaue ich mindestens einmal am Tag rein, was sich so tut, und tausche mich sehr gerne mit euch aus. In diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen schönen restlichen Tag, Abend, wann auch immer ihr euch das Video anschaut. Danke an alle, die dabei waren, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!